Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Die letzte Folge muss ich am Ende abrupt abbrechen, dass ich mich nicht mal verabschieden konnte. Aber jetzt geht es weiter und ich würde mal sagen, wir machen erstmal den weißen Kammerkehr fertig. Ich hoffe, das reicht mit... Ja, mit Goomba reicht es. Einmal noch Kopfnuss und schon bist du vom Fenster. Gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Okay, mach das ruhig. Damit habe ich kein Problem. Das wiederum schon. Aber ich kriege eh jetzt gleich mein Level ab. Von daher ist es mir Jack in die Hose, dass er mir Schaden macht. Ich gehe nochmal auf die Ordenpunkte und dann würde ich gerne was machen. Er verdienst du. Oh, verdienst du. Das brauche ich nicht, weil das habe ich ja schon. So. Ich wollte jetzt beim Orden noch was einrichten. Und zwar anstelle von... Ausweicher, nehme ich Verteidigung Plus rein. Weil dann weiß ich, dass ich definitiv ein weniger Schaden kriege. So, und hier ist bestimmt mal ein verbesserter Hammer drin, weil sonst kommen wir auch gar nicht mehr raus. Metallblöcke können wir jetzt zerstören und unsere Angriffskraft ist erhöht. Bin hier mal gespannt. Ich würde mal sagen, ich gehe erstmal nach unten, ne? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Was denn hier unten? Ich dachte, dass es hier weitergeht. Glaube ich nicht. Da ist nur wieder eine Truhe. Okay. Und dann können wir ja mal testen. Erster Griff. Ich möchte einfach mal kurz ausprobieren. Immer noch 6 Schaden. Hm. Naja. Oh, ist der schon mal weg. Ach, damit. Der normale Hammer trifft er nicht. Dem habe ich jetzt diesmal geblockt. Und dann bleibe ich doch lieber bei dem normalen Sprung. Bin ich mal gespannt, was ist denn da drin? Paradox-Orden macht ein Gegner für kurze Zeit bewegungsunfähig. Hm. Muss man nur wieder nach oben. Möchte jetzt aber gerne das erste Sushi wieder mitnehmen. Es ist ihr Kapitel.
Und solange ich nicht fliegen muss oder neue Gegner scannen muss, kann Sushi gerne an erster Stelle sein. Hier hinten noch was? Wo hier jetzt? Ja, später von. Oh, das tut jetzt weh. Das tut definitiv weh. Und du kannst Spucker machen. Ich habe kaum noch BP-Punkte. Da kann ich schon wieder jemanden hochwerten. Halleluja. Was ist denn da los? Den Rest kann ich so platt machen. Das ist kein Problem. Ich drücke immer zu früh. Jetzt offen und ehrlich zu. Wo ich denn da hin? Bin ich immer gespannt. Erstmal speichern. Was tust du denn hier? Meine fehlbewährte Intuition sagt mir, dass uns große Entdeckungen bevorstehen. Aber dieser geheimnisvolle Block versperrt uns den Weg. Verflucht, was sollen wir tun? Ich putz mir erstmal die Nase, ich bin gleich wieder da. So, dann zerstöre ich doch mal den Block hier. Ja, ausgezeichnet, Mario. Lass uns keine Zeit verschwenden. Auf zum Ruhm und Ehre. Hm, es riecht nach Schätzen. Schätze, alter Junge, mach Platz. Ich gehe voraus. Stimmt, ich habe den Sternsplitter unten nicht geholt. Warum ist das so hell? Ah. Ich nehme jetzt Bu. Becher Lady. Lass dich bestrafen. Möchte ich einmal Fischer Lady auch mal sehen. Mit der Sternensplitter. Alles in Ordnung, Mario. Ich unterziehe den Boden nur einer genaueren Untersuchung. Geh ruhig weiter. Oh mein Kreuz. Okay, dann kommen wir ja ganz normal weiter. Hallöchen. Renn, Mario, renn um dein Leben. Warte mal. Warum renne ich eigentlich weg? Da unten kann ich schon mal nicht lang.
Nee, not again. Okay, ich glaube, hier kann ich Fächer Lady noch nicht ausnutzen. Aber ich versuch's mal. Damage. That damage. So, der erste Angriff. Mach ich erstmal den hier weg. Kann ich den eigentlich auch mit der normalen Ohrfeige wegmachen? Ich möchte das lieber nicht riskieren. Autsch. Ja, dann einmal. Wie viel Schaden macht der normale Hammer mittlerweile? Okay, das reicht. Autsch. Autsch. Und weg hier. Also wirklich. Das war jetzt nicht nett. Gegnerischer Erstangriff. Am Arsch. Das wird eine schmerzhafte Erfahrung. Ich drücke mal zu früh. Babu macht 6 Schaden, das ist doch gut. Dann ist die eine Piranha jetzt platt. Weiß nicht, wann ich da blocken soll. Schau mit dem Hammer, holla die Waldfee. Krieg ich mehr Erfahrungspunkte? Ja, nein, okay. Ein Versuch war es ja wert. Warte, bevor das passiert, Wakas Kick. Mach ich auch wieder BB-Punkte. Vielleicht hole ich mal offscreen auch neue Wackerteile. Komm, setzen wir doch mal Erdbeben ein. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber okay. Ich weiß nicht, wann ich blocken soll.
Aber ich werde es noch nie erfahren. Ich habe da so ein ungutes Gefühl bei der Sache da oben. Aber ich habe ja Bu, ne? Ich gehe erstmal hier lang. Mario, warte einen Moment. Nach dem Stand meiner bisherigen Informationen sollte sich der Schatz hier in der Nähe befinden, aber ich muss noch ein bisschen weiter vordringen. Ah. I see. Muss das bis dahin schleppen? Ach du liebes bisschen. Ein bisschen das. Opfer müssen gebracht werden, Colorado. Und warum rennst du nicht einfach da weg? Selber schuld. Das war knapp, Alter, Junge. Oh, mein armer Panda. Au. Wieder ein Sternsplitter. Es ist ganz nah. Meine Schatzsuche entdeckt das Spiel schon völlig verrückt. Meine Institution sagt mir hier drüben. Ich möchte aber erst einen Sternsplitter haben. Okay. Na komm schon. So, einmal Heilung. Oh, Superpilz, das ist gut. Ach, und Sirup ist auch toll. Oh, wie, das scheint nichts zu sein. Und dann, selbst meine hochsensible Intuition kann sich manchmal irren. Aber ich gebe nicht auf, lass uns einen anderen Weg nehmen. Vielleicht befindet sich der Schatz noch etwas tiefer im Vulkan. Kommt der nächste Bosskampf? I'm ready to rumble. Ja, aber ich mach mal was anderes. Und dann haben wir einen schnelleren Lade-Date, würde ich mal sagen. Marion Amange. Ergebnis der Zielanalyse. Er ist auf der Suche nach dem Stern. Code Rot, sofortiger Bericht. Alarm, Alarm. Okay, da hätte ich mir auch hier eine Safe State machen können. Hallöchen, jemand zu Hause? Ja, du hast es geschafft, Mario. Ihr böse Leute. Böse Leute sind gekommen, um Stern zu stehlen. Böse Leute, die gekommen sind, um Stern zu stehlen, wird wehgetan. Wir es nicht zulassen, nein. Wir fangen Stern. Wir bekommen Vulkan dafür. Vulkan gehört uns. Gutes Geschäft. Wir, die Einheiten. Wir dich kloppen, Mario.
Okay. Lava-Knospe. Ja, komm. Und hier mal auf die... Wobei, wir können ja einmal scannen, ne? So, Scanner. Lava-Knospe. Das ist eine Lava-Knospe. Lava-Knospen sprießen aus dem Stamm von Lava-Piranhas. Sie lieben es, von Lava umgeben zu sein. Hey, wenn du eine Feuerpflanze wärst, würde es dir hier auch gefallen. Maximal KP 8, Verteidigung 0. Sie spucken mit kleinen Samenkörnern oder anderen Projektilen. Nach der die Angriffskraft beträgt 4. Okay, keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen. Dann scanne auch noch bitte Lava Piranha. Das ist eine Lava Piranha. Dies sind Pflanzen, die es irgendwie schaffen, in der Lava zu überleben. Maximale KP 40, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Als Angriff sprechen sie große Feuerbälle. Das nenne ich eine große Blume. Wow. 40, Halleluja. Weiß nicht, wie ich das blocken soll. Na gut, dann einmal wechseln. Dann mal sagen, nehmen wir erstmal Bu. Bis die anderen Gegner wieder fertig sind, falls sie sich regenerieren. Weiß nicht, wie ich das blocken soll. Ach, nimm noch mal eine Heilung. Erfrischung. Und nochmal Ohrfeige. Nehme ich nochmal einen Superpilz. Jetzt sind wir ja soweit. Was, das war schon? Glaube ich nicht. Als ob das schon war. Ein Erfahrungspunkt daher schon. Oder auch nicht. Okay, das war jetzt lustig. Auch du liebes bisschen. Aber gut, ich muss sie nicht nochmal scannen. Ich mache damit schon mal mehr Schaden, das ist gut. Mario, du sollst nicht alleine kämpfen müssen. Colorado wird dir beistehen. Naja. Oh, mein Hintern. Au, 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 heiß. Oh, wie das brennt. Tut mir leid, alter Kumpel, aber mehr kann ich im Moment nicht tun. Viel Glück mit dem Gesocks. Was hast du denn getan? Autsch. Wie, das tut definitiv weh.
Aber ich mache 12 Schaden. Das ist schon mal gut. Und dann machen wir nochmal den Fächer-Lady hier. Ach gut, Verteidigung. Okay, das ist schön. Na, die Kraft des Zaubers ist nun mal verbraucht. No. Die regenerieren sich aber schnell, du. Die brennt nicht deswegen. Machen wir erstmal die hier. Okay, Fächer Lady Buhu ist ja besser am Start. Weil sie regeneriert sich nur. Das heißt, sie greift ja auch nicht an. So, dann machen wir mit Fächer Buhu den Rest. Nun, so viel dazu. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem Schatz, nicht? Lass uns gehen. Okay, Colorado. Aber zuerst sammle ich den Stern auf. Kapitel Ende. Tief im brodelnden Bauch des Lava-Lava-Bergs pflückte Mario eine sehr eigenartige Pflanze und rettete Mistar vor einem feurigen Ende. Doch der Schatz, den Colorado suchte, muss erst noch gefunden werden. Wo könnte er wohl sein? Was ist das? Etwas Seltsames geht hier vor. Der Boden bebt. Mario, hier entlang, wir müssen uns beeilen. Oh nee, noch nicht sowas. Ich kann unter Zeitdruck nicht arbeiten. Der Schatz scheint nicht hier zu sein. Vermaledeit, wo kann er nur sein? Rette dein Leben, Colorado. Der Schatz. Nein, es ist so eine Art Seestern. Das ist ein legendäres Pokémon. Das reicht nicht. Das Abenteuer ist so lange nicht vorbei, bis der Schatz gefunden wurde. Aber ja, natürlich. Vermutlich hat ihn diese schreckliche Feuerkreatur irgendwo versteckt. Ja, so muss es sein. Ich laufe rasch zurück und überprüfe das mal. Was ist dieses Beben zu bedeuten? Wahrscheinlich gar nichts. Sicher nur ein paar Kinder mit Krachern. Und jetzt zum Schatz. Nein, warte. Ah, heiß, so heiß. Das ist doch Lava. Sie kommt näher. Wir müssen fliehen. Nein, der Schatz ist noch hier. Ich weiß es. Mario, der Vulkan wird jeden Moment aufbrechen. Es ist viel zu gefährlich, den Weg, den du gekommen bist, wieder zurückzugehen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ist ja auch schon ein Weg. Ich spüre eine leichte Luftzug aus diesem Spalt in dieser Wand. Dahinter könnte eine Höhle sein. Mario, kannst du diesen Wand sprengen? Ich nicht.
Aber mein Bett kann es tun. Maro, schnell! Die Lava steigt! Steigt ja sehr schnell. Ich wusste es! Endlich! Der Schatz ist greifbar nah! So nah! Ich kann nicht widerstehen! Bei den Sternen! Ich werde mein Leben für dieses Schatz aufs Spiel setzen! Sesta sagt No. Mein Schatz, nein! Der Schatz ist gerade mit rausgeflogen. Dann hat der ein stabiles Holz gegen Lava. Und ich weiß direkt, wo es ist. Gut, aber ich sage jetzt an dieser Stelle, wir haben schon 30 Minuten voll. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario. Bis dahin, tüdelü.